wunderschönen guten Morgen aus Südtirol heute. Und zwar geht es heute auf den Hof Feiler. Und zwar fahre ich jetzt Richtung Fitscherjoch. Und dann geht es Richtung Hochfeilerhütte. Und dann schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall noch spannend heute. Es hat gestern geschneit und so. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles so hinhaut. Wirklich einen Traum von Landschaft hier. Ich halte mal ganz kurz drauf. Die Straße zum Fitscherjoch, die ist recht abenteuerlich. Da muss man hier wirklich brutal aufpassen, dass man sich hier mit seinem Fahrwerk nichts verscherzt. Ich melde mich gerade zurück. Eine etwas erschreckende Nachricht. Mein Auto, da ist noch jemand und das schaut nach einem Leihwagen aus. Hier geht es jetzt gleich weiter zur Hochfeilerhütte. Das ist natürlich vom Sicherheitsrisiko dann recht hoch. Also ich glaube jetzt nicht, dass viele Leute auf der Hütte sind. Ich probiere es mal. Mal schauen, was auf mich zukommt. Und ich melde mich auf jeden Fall später. Also bis gleich. Boah, richtig, richtig schön hier. Schaut euch das mal an. Traum. Aufgehende Sonne in Südtirol. Also man sieht allerdings auch, dass ich sag mal so in 300 Höhenmetern beginnt bereits die Schneefallgrenze. Jetzt wird es Zeit zum Genießen. So sieht es ja aus. Ein absoluter Obertraum. Aber richtig, richtig schön hier. Allein schon hierher zu fahren, war die Reise wert. Bisher ist das Gehen nicht anstrengender, als wäre hier kein Schnee. Jetzt komme ich endlich in die warme Sonne. Wurde auch Zeit. Oh, die hat richtig Kraft heute. Die Sonne hat heute richtig, richtig Power. Super. Wird Zeit, die Sonnenbrille aufzusetzen. Schon besser. Schön. Hier ist es richtig, richtig schön gerade. Kann so bleiben von mir aus. Also, da vorne sieht man jetzt schon die Hochfeilerhütte. Ich weiß, es funktioniert bestimmt nicht auf der GoPro, dass man es jetzt sieht, drüben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Pyramide da hinten, die kommt wahrscheinlich auch mega schlecht rüber. Das müsste in meinen Augen der Hochfeiler sein. Weil der schaut verdammt hoch aus. Und der Grat ist zu sehen. Da hinten, ja, Verhältnisse sehen wirklich bis zur Hütte gut aus. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, hier ist das Schild. Hochfeilerhütte. 50 Minuten. Hochfeiler 3 Stunden 20 unter Idealbedingungen. Natürlich, also ich schätze jetzt mal grob eine halbe Stunde bis zur Hütte. Ich werde auf jeden Fall kurz reingehen, einkehren. Und ich schätze mal von der Hütte. Ja, es gibt wohl einen Abzweig, der geht direkt hoch. Da braucht man nicht extra über die Hütte. Aber das ist mir heute zu heiß. Mit dem Handy und so und keiner hier unterwegs. Deswegen gehe ich erst zur Hütte und dann frage ich mal die Wirtsleute, wie es ausschaut, was sie sagen. Die haben meistens sehr viel Erfahrung im alpinen Gelände. Wie gesagt, die schlafen hier
einige Wochen oben. Und dann schauen wir mal. Das werden bestimmt anstatt 3,5 Stunden, 5-6 Stunden. Eine kleine Zwischenmeldung hier. Da sind mir gerade zwei Wanderer entgegengekommen. Da unten gehen sie. Die sind gestern nicht mehr raufgekommen auf den Gipfel, oder sie haben es jetzt nicht probiert. Sie sind wahrscheinlich die einzigen, die heute absteigen mit mir dann. Und genau, jetzt bin ich hier übrigens bei dem Schild, wo steht 3 Stunden Hochpfeiler. Bei guten Bedingungen, ist klar. Also ich schätze mal, ab hier werden es bestimmt 5-6 Stunden werden. Und so hinten sind es jetzt 30 Minuten, ich schätze mal 20 bin ich da. Da drüben sieht man sie schon. Okay, dann gehe ich jetzt mal zur Hütte. Da hinten qualmt. Dann sage ich da kurz Bescheid, was ich vorhab. Vielleicht lasse ich mich auch bekehren, dass ich Tour abbreche, aber schauen wir mal. Ein neues Update von mir. Ja, wie soll ich sagen? Das wird heute leider nichts mit der Gipfelbesteigung. Nicht, dass ich jetzt nicht die Kondition hätte oder das technische Equipment fehlt oder ich nicht weiß, wo die Route lang geht. Also, das ist das eine. Es geht halt darum, dass der Hüttenwirt gesagt hat, es ist halt brandgefährlich. Und der Bergführer, der heute mit den zwei älteren Herren, die abgestiegen sind, eigentlich auf den Gipfel wollte, hat abgesagt. Das ist ihm zu gefährlich heute, also wegen Lawinengefahr. Und es ist natürlich auch der Punkt immer, wenn mir was passiert, dann müssen andere für mich in die Scheiße, um das mal ganz klar zu sagen. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht andere in Gefahr bringen. Wegen mir, also wenn die Verhältnisse einigermaßen gepasst hätten, hätte ich durchgezogen, aber das macht für mich hier absolut keinen Sinn. Ich schwenke jetzt mal kurz rüber, da hinten sieht man ihn sogar, aber das wird auf der GoPro auf jeden Fall nicht zu sehen sein. Da oben die Pyramide. Und ich habe eben auch schon kurz durchs Fernglas geschaut und da oben hat es eine richtig dicke, fette Wächte. Also die haben mir absolut davon abgeraten. Ich habe ja gesagt, dass es zwar nicht ausschlaggebend ist für meine Entscheidung, aber ich selber sehe es auch ein, dass es hier auf jeden Fall zu Ende ist. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich jetzt vielleicht noch ein Stück weiter gehe. Aber das macht für mich jetzt hier keinen Sinn. Ich mag nicht die Hüttenbetreiber jetzt noch irgendwie in die Bredouille bringen, weil die haben jetzt mehr oder weniger Saisonabschluss. Es wird jetzt mehr und mehr Schnee fallen. Also für die ist jetzt auch die Saison fast zu Ende. Und deswegen breche ich an dieser Stelle die Tour ab. Ich gehe auch nicht mehr weiter und schaue es mir an. Genau, das ist der Punkt. Hier ist eine wunderschöne Landschaft, das definitiv, ich werde wiederkommen. Es sind ganz, ganz nette Hüttenbetreiber, also vielleicht werde ich auch gleich noch kurz was essen. Ich habe gerade schon einen warmen Tee getrunken. Es ist einfach so, wie es ist und ja, dementsprechend beende ich dann hier gleich die Tour und jetzt schwenke ich noch einmal durch und dann genießt es nochmal. Danke für euer Verständnis. Das ist meine Entscheidung und der Berg läuft nicht davon. Im Leben zu spielen ist keine gute Idee, sich zu verletzen auch nicht. Und wenn dann wegen mir andere in Gefahr kommen, das möchte ich auf keinen Fall. Das ist das Letzte, was ich möchte. Und deswegen breche ich hier ab. Ich habe hier einen wunderschönen Blick auf den Gletscher, auf
über 3000 Meter hohe Berge. Ja, da unten ist eine bewirtschaftete Hütte. Es gibt Schlimmeres und ich bin hier Mutterseelen alleine. Gut, dann wünsche ich euch noch was und vielleicht noch bis später. Ciao. Auch wenn die Tour abgebrochen wurde, nichtsdestotrotz waren es auch wieder 1000 Höhenmeter Training, muss man dazu sagen. Nochmals so ein bisschen Feilen und Schleifen an der Ausrüstung. Also es ist nicht alles für die Katz, ja. Und man sieht es jetzt aber richtig schön, eine leichte Bewölkung dort hinten. Aber ja, jetzt das Wetter ist natürlich jetzt gegen 12 Uhr wird seinen Höhepunkt erreichen. Und danach soll es ja, wie gesagt, etwas sich verschlechtern, also sprich mit Wolken und so weiter. Ja, kleines Fazit zu heute. Es ist nicht alles schlecht gewesen heute, im Gegenteil. Ich glaube, dass die mentale Geschichte heute relativ gut war. Also ich war heute topfit, ich war heute konditionell bärenstark, ich hatte heute super gute Ausrüstung dabei, ich hatte mich gut vorbereitet auf die Tour. Es ist wirklich locker flockig durchgegangen bis zur Hochpfeilerhütte, also wirklich überhaupt kein Problem, war auch der Schnee gut vorgespurt. Allerdings muss ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, die ganze Tour abzubrechen, weil im Endeffekt zweite oder dritte gefährdet werden. Sei es jetzt die Bergrettung Südtirol oder ja, dass andere Leute wegen mir nachher da einspringen müssen. Von daher absolut definitiv gute Entscheidung. Der Hochpfeiler läuft nicht davon und ich meine, wenn man weiß, im Sommer ist der Parkplatz hier richtig voll und es gibt auch viele Leute, die gehen mit Turnschuhen hoch. Ja. Von daher glaube ich, dass es im Sommer überhaupt kein Problem sein wird. Also konditionell nicht und wegen der Höhenluft auch nicht. Es war ein Versuch wert, auch nochmal zu sehen, die Ausrüstung nochmal ein bisschen Feinschliff gemacht, nochmal ein bisschen an jeder Schraube etwas gedreht, was man halt wirklich braucht. Auch heute früh mit dem Frühstück experimentiert, mit Kohlenhydraten und so. Und ich muss sagen, also heute wäre es absolut gegangen. Also wäre der Schnee fester gewesen, bin ich fest davon überzeugt, wäre ich gut hochgekommen. Auch wenn es wirklich harte Arbeit ist mit Spuren. Also das ist nicht ohne. Also das kostet halt wirklich massiv Kraft. Aber ich glaube, dass ich das heute gepackt hätte. Natürlich schwierig zu sagen jetzt, aber ja, dann verabschiede ich mich von hier und vom Hochpfeiler und Südtirol und den werden wir sicherlich nächstes Jahr probieren. Am besten ist wirklich wahrscheinlich August oder Juli. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dass es jetzt ein Abbruch von der Tour war, aber nichtsdestotrotz geht nichts über Leben und Gesundheit, überhaupt nicht, da ist es indiskutabel. Und deswegen, genau, verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Also bis dann. Servus.